Jawohl, dann gibt es hier den letzten Talk des Tages. Und zwar jetzt gucken wir uns mal die Gebäudedaten an und schauen, wie die Qualität denn so läuft. Und dafür haben wir Leonie Müske. Viel Spaß. Ja. Also herzlich willkommen zu meinem Vortrag zur Qualitätsbewertung von OpenStreetMap Gebäudedaten. Hierzu werde ich die Qualität in den Gebieten am Beispiel von Köln und Gera euch zeigen. Das Thema war mein Thema in der Masterarbeit. Bevor ich jetzt mit dem Thema erstmal anfange, erstmal ganz kurz, ich arbeite halt bei der Ware Group und das ist eine Open-Source-GIS-Firma aus Deutschland. Wir sind über 40 Mitarbeiter und bieten halt Dienstleistungen im Bereich Open-Source halt an und halt auch Schulungen dazu bei der Voss-Akademie. Jetzt kurz noch zu meiner Person. Also ich bin GIS-Consultant bei der Ware Group und ich habe mein Geographiestudium letztes Jahr bei der Universität Heidelberg abgeschlossen und habe mich dort speziell mit OpenStreetMap-Datenqualität beschäftigt. Und die Masterarbeit habe ich hier halt in Kooperation mit den diese Informationssysteme geschrieben. Genau, kurz zu meiner Agenda. Ich werde euch halt kurz eine Einführung in OpenStreetMap geben, dann allgemein auf die Qualitätsbewertung. Dann speziell den Anwendungsfall, den ich da halt auch bewertet habe. Das war eine sogenannte Expositionsabschätzung bei Hochwasserereignissen. Also dass man quasi hingeht und die betroffenen Gebäude und Personen halt abschätzt anhand hier auf Grundlage von OpenStreetMap-Daten. Dann werde ich euch kurz die Methoden erklären, dann die technische Umsetzung, kurz auf einige Ergebnisse eingehen und dann das Fazit geben. Genau, nochmal ganz kurz, was ist OpenStreetMap überhaupt? Also OpenStreetMap ist halt eine Geodatenbank, die bestimmte Elemente enthält. Also einmal sind das Linien, Punkte und Polygonen und halt auch Relationen. Hier der Begriff Polygon ist ein bisschen irreführend, weil das Datenmodell von OpenStreetMap enthält sozusagen keine Polygone, sondern eigentlich nur Linien, die Nodes enthalten und sozusagen hier das Polygon eigentlich eine geschlossene Linie halt abbildet. Genau. Wie werden OSM-Daten eigentlich erstellt und wie resultiert dann eigentlich diese unterschiedliche Datenqualität in OSM? Das ist halt einfach erstmal dem geschuldet, dass wir unterschiedliche, also Beitragenden in OpenStreetMap haben. Einmal sind es natürlich Experten, aber es sind halt auch Nicht-Experten. Die können dann halt diese Punkte, Polygone und Linien beispielsweise als Objekte, also die Geometrie erstellen. Benutzen natürlich dort auch verschiedene, also Techniken, beispielsweise dann hier Satellitenbilder oder halt mit GPS-Spuren. Und dann gehen sie halt hin und hängen halt Tags an diese Objekte, also an die Geometrien. Die werden natürlich auch aus verschiedenen Informationsquellen sozusagen hergeleitet. Also beispielsweise haben die Mapper dann Ortskenntnisse und wissen beispielsweise, ob es sich nur um ein Wohngebäude handelt oder halt auch nicht. Und dementsprechend werden dann halt natürlich unterschiedliche Informationen auch an die Objekte dann angehängt. Und das resultiert dann natürlich dazu, dass wir halt in OpenStreetMap sowohl in den, also räumlich gesehen quasi einen Datenqualitätsunterschied haben, als halt auch in also noch weiteren Aspekten. Und hier muss man auch noch, wie gesagt, dazu sagen, dass natürlich OpenStreetMap jeder Sachen in dieser Datenbank halt auch bearbeiten kann und es halt auch dazu führt, dass auch zum Teil falsche Informationen an die einzelnen Objekte angehängt werden oder halt die Geometrien auch falsch erstellt werden können. Genau, wie verändern sich jetzt die OSM-Daten quasi über die Zeit? Hier ist mal ein Beispiel Änderungen von OSM-Gebäuden in Gera von 2013 bis 2020. Und hier kann man halt mal ganz gut erkennen, wie die Mapper quasi in dem Zeitraum die Gebäude also immer mehr vervollständigen sozusagen und man auch sehen kann, dass sich dadurch natürlich auch die Qualität
also könnte man jetzt vermuten, dass sich dadurch auch die Qualität verbessert, weil quasi auch die Objekte quasi immer wieder neu, also erstellt werden und natürlich auch modifiziert werden und verbessert werden. Genau, was man jetzt allgemein bei der OSM-Qualitätsbewertung beachten sollte oder wovon sie halt auch stark abhängt, ist einmal, was man halt für eine Anwendung für diese Daten hat, dass man auf jeden Fall vorher die Qualitätsanforderungen wissen muss. Genau, und wie viel Erfahrung und wie aktiv sind eigentlich die Mapper. Dann, welche Objekte sollen dann halt auch in der Anwendung genutzt werden? Da ist halt die Qualität auch sehr unterschiedlich, also entweder Gebäude oder Straßen. Dann, welches Gebiet, wo halt die Daten halt dann verwendet werden. Also ist es quasi das Stadtgebiet oder sind es eher ländliche Gebiete? Weil da gibt es auch extreme Unterschiede. Und welche Datengrundlagen werden halt quasi für die einzelnen Objekte dann halt auch verwendet. Also sind es Satellitenbilder, die quasi eine schlechtere Auflösung haben und es also werden quasi keine weiteren Daten hinzugezogen, um die genauen Geometrien zu bearbeiten. Oder es werden vielleicht auch externe Daten, also in die OSM-Datenbank importiert, die könnte man halt vermuten, dass dadurch halt auch die Qualität besser ist, wenn wir jetzt amtliche Daten dort rein importiert. Genau, jetzt konkret zu meiner Qualitätsbewertung, die ich durchgeführt habe. Also als Anwendung habe ich hier die Expositionsabschätzung bei extremen Hochwasserereignissen halt dafür durchgeführt und habe da halt dahingehend auch die Beitragsaktivität von den Einzelmappern von den Gebäuden genau untersucht. Genau, hier ist das Objekt, sind die Gebäude. Genau, das Untersuchungsgebiet von mir waren die Überschwemmungsgebiete in Köln und in Gera. Und was hier bei den Gebäuden sehr wichtig ist, dass die häufigste Datengrundlage hier die Satellitenbildern halt auch genutzt wurden. Was natürlich auch Auswirkungen hinterher auf die quasi auf die Indikatoren und Maße, die ich halt hier implementiert habe, dann halt auch hat. Genau, welche Methoden habe ich jetzt verwendet, um die Qualität zu bewerten? Also es gibt einmal eine intrinsische Methode, das heißt, man nimmt die OpenStreetMap-Datenhistorie von den Gebäuden und kann dadurch halt Indikatoren halt implementieren. Hier haben wir den großen Vorteil, dass wir keinen Referenzdatensatz benutzen müssen bei dieser Methode. Im Gegensatz hier zu der extrinsischen, dort bin ich halt hingegangen, habe halt OSM-Daten mit, also hier amtliche Daten, also einen Referenzdatensatz genommen, aber in dem Fall halt ALCIS-Daten verwendet. Und hier, also nimmt man halt an, dass der Referenzdatensatz hier der Realität entspricht in den Statistiken. Genau, dann bin ich halt erstmal hingegangen, habe bestimmte Qualitätskriterien definiert, also was die Gebäude an sich halt erfüllen müssen. Da haben wir einmal, dass es halt eine korrekte Geometrie und Topologie der Gebäude haben muss. Dann natürlich, dass die Objekte vollständig sind. Also sind in den OSM-Daten genügend Gebäude vorhanden oder nicht. Dann natürlich die Attributvollständigkeit. In dem Fall habe ich hier die Stockwerkanzahl und die Gebäudehöhe überprüft als Attribute oder Tags. Genau, dann habe ich die geometrische Genauigkeit untersucht, einmal auf die Position hin und die Form der Geometrien. Dann noch ein Maß zur Datenaktualität hier entwickelt. Und dann noch zum Schluss war mir halt wichtig zu wissen, okay, sind die Wohnnutzungsgebäude überhaupt vollständig in den Daten hier klassifiziert, also ob sie korrekt klassifiziert sind und halt auch vollständig. Genau, hier kurz noch zu den Untersuchungsgebieten. Warum habe ich eigentlich diese Untersuchungsgebiete ausgewählt? Weil man hier quasi eine hohe Anzahl auch an Gebäuden für die einzelnen Maße und Indikatoren dann halt auch hat.
Genau, kurz noch zu der technischen Umsetzung. Also wie habe ich das eigentlich, die Indikatoren und Maße implementiert? Also im oberen Bereich habe ich mit der OpenStreetMap History Database sozusagen die intrinsischen Indikatoren implementiert. Genau, das ist eine spezielle Datenbank, wo die Datenhistorie von den Gebäuden abgespeichert wird. Und über die OSHDB-API habe ich dann genau die Implementation durchgeführt. Das ist dann in Java, war das dann geschrieben. Und genau, und im unteren Teil, da habe ich dann die extrinsischen Maße implementiert. Natürlich musste ich hier erstmal vorher die OSM-Daten aufbereiten. Das habe ich halt hier mit Osmosis und OSM2BGSQL durchgeführt. Und hier im unteren Teil habe ich für die ALCES-Daten, um sie hier auch in die Postgres-Datenbank dann zu importieren, das sogenannte NoR ALCES-Tool verwendet und dann halt in der Datenbank sozusagen die Maße dann implementiert. Genau, also ich habe ausschließlich nur offene Daten hier verwendet, also einmal die OSM-Historiendaten von der Geofabrik und OSM-Daten und die ALCES-NRW und ALCES-Thüringen-Daten habe ich hier verwendet, weil die halt auch schon offen zur Verfügung stehen. Und natürlich hier auch die Überschwemmungsflächen jeweils. Genau, also die komplette, also wie ich es halt auch implementiert habe und die Software war auch komplett Open Source. Also wie gesagt, ich habe halt hier das NoRGIS ALCES Import verwendet, dann QGIS auch dann zur Visualisierung hinterher der Daten. Genau, Osmosis und OSM2PGSQL zur Aufbereitung und Import der Daten in die Datenbank. Und hier nochmal die Postgres-Datenbank und die OSHDB und die OSHDB-API sind auch frei zugänglich. Genau, jetzt habe ich hier einige paar Ergebnisse ausgewählt, die ich euch präsentieren möchte. Also zunächst einmal die Aktivität der Mapper. Hierzu habe ich dann ein intrinsisches Maß entwickelt. Dann bei der Gebäudegeometrien und Tags jeweils die Vollständigkeit überprüft, also auch intrinsisch. Dann bei den Gebäudegeometrien die genaue Positionsgenauigkeit. Dort habe ich dann die OSM-Daten mit den ALCES-Daten verglichen und dann zum Schluss noch die Gebäudetags auf ihre Klassifizierung hin. Da habe ich dann auch einen Vergleich durchgeführt. Also zunächst einmal hier zu dem Ergebnis zur Aktivität der Mapper zu den Gebäudeobjekten. Also Aktivität bedeutet hier, dass die Mapper die Daten, die Objekte erstellen, löschen, ändern, also sowohl die Tags als auch die Geometrien. Und hier sieht man in der Grafik einmal die Anzahl der Aktivität pro Beitragenden und kann halt hier ganz gut erkennen, dass von also 2014 in Köln ein sehr hoher Peak zu sehen ist, also dass die Mapper dort sehr aktiv waren und bis halt 2016 das sehr stark abgenommen hat und nur noch eine leichte Aktivität zu sehen ist. Und bei Gera kann man sehr gut erkennen, dass auch dieser Peak 2014 war, aber bis 2018 quasi immer noch eine sehr hohe Aktivität da ist. Jetzt könnte man halt hier schon so Vermutungen zur Datenqualität anstellen, okay, bei einer sehr oder recht hohen Aktivität, dass hier noch anscheinend hoher Verbesserungsbedarf bei den Daten da ist. Genau, bei den Gebäudegeometrien und Tags hier zur Vollständigkeit habe ich hier als Methode sozusagen angenommen, dass bei der Gebäudeanzahl von 2011 bis 2018, also wenn man vermuten kann, wenn sozusagen ein Sättigungszustand über einen längeren Zeitraum eintritt, dass anscheinend die Gebäude nicht mehr oder neu hinzugefügt werden müssen in diesem Gebiet. Das kann man hier ganz gut in der oberen Grafik sehen, dass von 2015, also zwischen 2015 und 2016 anscheinend in Köln so ein Zustand eingetreten ist, wobei halt hier in Gera immer noch die Anzahl der Gebäude hier ansteigt. Genau, zur Vollständigkeit der Attribute. Da hatte ich halt die Höhe und die Stockwerkanzahl hin überprüft.
Kann man natürlich hier jetzt in der Grafik sehen, dass die Attribute auf jeden Fall nicht vollständig an den Gebäuden vorhanden sind. Sowohl halt hier in Köln, auch in Gera. Also auch in Gera, genau. Jetzt noch zu dem Maß der Positionsgenauigkeit der Geometrien. Hier bin ich halt erstmal so vorgegangen, bevor man halt einen Vergleich zwischen OSM und Alkes-Gebäuden vornehmen kann, muss man erstmal den Datensatz halt abgleichen, weil man ja quasi nur die 1-zu-1-Beziehungen hier als Vergleich nehmen kann. Und genau, und das sind dann halt sozusagen nur dieser eine Fall, den man hier benutzen kann. Und die restlichen Gebäude sind dann halt auch rausgefallen. Genau, hier zu der Positionsgenauigkeit habe ich genau erst den Datenabgleich durchgeführt und im zweiten Schritt dann halt untersucht, wie viele OSM-Zentroide in einem 1-Meter-Suchradius der Alkes-Zentroide dann halt auffallen. Und als Ergebnis ist halt hier rausgekommen, dass in Köln die Positionsgenauigkeit der Gebäude doch wesentlich besser ist als in Gera, was man hier in der Abbildung, wenn man das hier sehen kann, auch in Grau dargestellt ist. Also dass hier halt recht schlecht die Position der Gebäude ist. Genau, jetzt noch zu dem Maß der Klassifizierung. Da bin ich halt erstmal so vorgegangen und hatte halt für die Gebäudeklasse Wohnnutzung erstmal in den OSM-Attributen die jeweiligen Tags rausgesucht, die quasi diese Wohnnutzung, diese Klasse abbilden, und habe da gegenüber die Alkes-Attribute gestellt. Hier war es bei diesem Vorgehen halt sehr schwierig, weil in OSM haben wir das sogenannte freie Tagging-Schema, also dass quasi jeder sich das Attribut dann also selbst auswählen kann, was er für ein Attribut an das Gebäude quasi anhängt und quasi nur in dem OSM-Wiki dann Empfehlungen ausgeschrieben werden, wie die Gebäude eigentlich getaggt werden sollen. Und hier bei dem Punkt häufige vorkommende Werte, das war dann halt in jedem Untersuchungsgebiet wirklich abhängig, unterschiedlich sozusagen, weil die Mapper quasi ihre eigenen Art von Werten hier an die Gebäude halt angehängt haben. Genau, hier als Ergebnis zu der Vollständigkeit. Bei dieser Klassifizierung war es halt so, dass die Objekte in Gera ein sehr schlechtes Ergebnis ergeben haben, also dass hier die Gebäude gar nicht wirklich identifiziert werden konnte. Und das hing halt hier vor allem damit zusammen, dass einfach an die Gebäude das Tag Building Yes angehängt wurde, ohne weiter das Gebäude irgendwie zu bestimmen, um was es sich eigentlich hier dann handelt. Und das war halt in Köln doch wesentlich besser. Jetzt noch kurz zu meinem Fazit. Also wenn man die OSM-Qualität halt untersucht, ist das halt sehr stark vom jeweiligen Anwendungsfall abhängig. Also man sollte auf jeden Fall die Qualitätsanforderungen vor der Bewertung dann auch definieren. Und bei den Aufstiegsgebäudedaten reichen nicht halt hier die alleinigen Datengrundlagen für diesen untersuchten Anwendungsfall auf jeden Fall aus. Deswegen sollte man hier auf jeden Fall die Daten, also OpenStreetMap-Daten, noch mit anderen Datenquellen miteinander kombinieren, beispielsweise auch mit amtlichen Daten, damit man hier ein besseres Ergebnis bekommt. Und genau, bei der Untersuchung der Qualität ist es dann halt hier auch noch sehr wichtig, dass hier die Datengrundlage berücksichtigt wird. Besonders wenn man sich hier natürlich mit den Geometrien dann bei der Untersuchung beschäftigt. Und genau, bei den Qualitätskriterien, die ich halt hier natürlich rausgesucht habe, kann man nicht nur ein Maß verwenden, also auch nicht das Maß beispielsweise der Beitragsaktivität, um zu sagen zu können, sind diese Daten jetzt gut oder schlecht von der Datenqualität,
sondern muss halt das Gesamtergebnis der Masse dann halt auch betrachten. Und hier konnte man jetzt doch mal sehr gut die räumlichen Unterschiede in der Qualität auch sehen. Also Gera ist ja eher eine Kleinstadt, wo wahrscheinlich jetzt eine nicht so große OSM-Community vertreten ist, wie beispielsweise in Köln, und wir halt dementsprechend auch hier eine schlechtere Qualität der Daten vorfinden. Und genau, bei Gebäudegeometrien halt in Köln hat man im Gegensatz zu den Tags doch recht eine gute Qualität, und das hängt natürlich hier vor allem damit zusammen, dass die Beitragenden quasi sich ja die Tags aussuchen können, wie sie halt die Objekte dann halt auch genau taggen. Okay, das sind noch meine Quellen kurz. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt bin ich fertig mit meinem Vortrag. Vielen herzlichen Dank. Gibt es denn noch Fragen? Einige. Ich fange hier mal vorne an. Ich glaube, 2 oder 3 können wir machen. Sie sagten, dass es eine Vermutung ist, dass die OpenStreetMap-Community in Köln halt größer sei. Allerdings hat die natürlich auch einen wesentlich größeren Bestand abzudecken. Haben Sie denn die individuellen Contributors irgendwie durchgezählt, um das Verhältnis zu ermitteln? Oder gibt es da Zahlen zu, dass man das beziffern kann? Weil man sieht ja die Anzahl der Commits. Ach so, also wie viele quasi in Köln anmappen? Ja, oder halt in Gera und dann halt im Vergleich setzen zur Gebäudeanzahl oder Einwohnerzahl oder so. Ja, das habe ich halt auch. Das ist halt in der Abbildung, die ich ja gezeigt habe, mit eingeflossen sozusagen. Also weil ich ja da pro Beitragendem dann das abgebildet habe. Aber jetzt genau aus dem Kopf weiß ich die Zahlen nicht. Als Kölner kann ich sagen, es sind nicht so viele. Okay. Bei den Aktivität-Peaks, da könnte auch noch eine Rolle spielen unser Tool Regio OSM. Und sobald da die Hausnummernlisten freigeschaltet werden auf Regio OSM, ist anschließend eine große Aktivität zu verzeichnen, weil dann nämlich die Daten tatsächlich abgeglichen werden. Jede einzelne Hausnummer wird dann versucht noch zu finden, die dann noch nicht gefunden wurde. Okay, noch Fragen, Hinweise? Gut, dann sind wir hier durch. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Noch eine Runde Applaus.